und herzlich willkommen bei der D-Schule. Die besinnlichen Festtage sind vorbei. Diese schönen Erinnerungen werden wir noch lange im Kopf behalten. Aber was ist uns noch geblieben? Ein voller Abfallsack mit Müll. Mein kostenpflichtiger Abfallsack ist voll. Aber gehört hier wirklich alles rein? Oder könnte ich das auch sinnvoll entsorgen? Heute bin ich auf dem Ökihof in Menzingen. Ich frage mal den Mann in Orange, ob da wirklich alles reingehört oder ob ich etwas recyceln, also zur Wiederverwendung, abgeben kann. Nehmen wir Fett, nehmen wir hier, das nehmen wir hier rein, Karton nehmen wir dort rein. Und was haben wir noch? Aluminium. Aluminium ist ganz hinterst rechts. Und Glas? Und Glas haben wir dort eine separate Sammlung. Okay. Super, danke. Merci. Alles klar, kommt mit. Das Plastik kommt hier hinein. Das PET kommt in diesen Container. Der Karton kommt hier hinein. Kommt. Hier kommt das Papier. Komm mit. Und das Glas. Das Glas wird hier sortiert. Hier kommt das braune Glas. Hier das grüne. Und hier das weiße. Ist voll. Komm mit. Und hier habe ich noch das Aluminium. Die Dosen. Und jetzt ist mein kostenpflichtiger Abfallsack wieder leer. Diesen brauche ich wirklich nur für Müll. In der Schweiz lernen wir schon als Kinder, den Abfall richtig zu trennen und auf die Umwelt zu achten. Wir werfen unseren Abfall nicht einfach auf die Straße oder in den Wald, denn mit den Jahren würden sich die Schadstoffe mit dem Grundwasser vermischen. Und sind wir mal ehrlich, ist es nicht fantastisch, dass wir zu Hause aus unserem Wasserhahn frisches Trinkwasser trinken können? Also, denkt daran, der Abfall kann nicht schwimmen, er kann auch nicht fliegen, außer hier auf dem Ökihof in den Container. Tschüss!